Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 und wir starten in die neue Transferphase, in die Transferphase der neuen Saison 2018, 2019 müsste es jetzt schon sein. Ne, warte, wir haben 2017, 2018 haben wir. So, die Saison haben wir. Und wir, ich habe mich jetzt schon vorher ein bisschen umgeguckt nach Spielern, die wir uns holen könnten, die für uns interessant sein könnten. Die Liste hier habe ich rausgesucht. Einige müssen noch beobachtet werden, also da weiß ich noch nicht, was sie so drauf haben. Ja, wir schauen mal, was da so geht dann. Und dementsprechend werden wir dann handeln. Ich würde sagen, wir haben hier schon ein paar gute Namen, ein paar gute Spiele auf dem Zettel. Und wir werden dann sehen, was wir da im Endeffekt rausholen können. Interessanter sind gerade die Spieler mit Fragezeichen für mich. Wir warten jetzt erstmal noch ein bisschen ab, denn da braucht der Scout auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. In der Zeit können wir auf jeden Fall das Training starten. Für unsere jungen Wilden. Ne, warte mal. Da wollte ich. Lieber hier. Der Leroy Sané darf auch mal wieder trainieren. Soll noch die 90 erreichen demnächst und Laporte. So, haben wir das. Und dann weiter. Wir haben keine So, wir haben keine kein Turnier vorher anberaumt, weil darauf habe ich keinen Bock, auf dieses Testturnier oder was auch immer das sein soll. Das nervt mich einfach nur. Aubameyang, ja, den wollen wir eh wieder abgeben. Da muss nur ein dementsprechendes Angebot kommen. Wir können eben nochmal gucken, wen wir überhaupt auf die Transferliste setzen von unseren eigenen Leuten. Spieler verkaufen. Man kann auf die Transferliste können wir setzen. Oder... Dann, ja, Sané behalten wir nochmal. Rafinha. Matip. Martinez nicht. Laporte. Boateng. Ich wollte eigentlich noch, wo ist er denn? Den Aubameyang, der soll auf jeden Fall auch rauf. Weil der mich letzte Saison richtig angekotzt hat, der Boy. Naja, können wir gerade nichts machen. Noch ein Angebot für Aubameyang. Nochmal 86 Millionen. Zu dem Schutz kommen, dass er uns nicht so viel wert ist. Ich
senden. Ja, man muss schon ordentlich in die Tasche greifen, wenn man diese Spieler haben will. Das sind die Spieler, die ich eh nicht verkaufen möchte eigentlich. Deswegen mache ich auch wieder so typisch meine Art es zu akzeptieren und das Geschäft damit perfekt zu machen. Sehr schön, dann werden wir Aubameyang los und haben dann Kohle für... Huch. Nö, die müssen auch mindestens 83 Millionen bezahlen. Was denken die denn? Wer wir sind? Wir lassen doch nicht mit uns verhandeln. So, alles simulieren. Den Tipp hat mir FC Bayern TV gegeben. Einer meiner treuen Abonnenten. So kann ich das dann schneller zwischendurch machen. Geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass er uns nicht so viel wert ist. Ja. Alles klar. Sehr schön. Transferangebote für folgende Spieler. Angebot sind, dass uns nicht so viel wert ist. Scheiße. Hoffentlich kriegen die das trotzdem noch hin. Manchmal regelt sich das ja noch. Nee. Was denken die alle? Den würde ich auch für 70 Millionen gehen lassen. Paris Saint-Germain, ey. Transferangebot geprüft, um das zu spüren, dass das nicht so viel wert ist, ja. Nein, das passt nicht. Ihr müsst mehr bieten, Leute. Ich muss jetzt noch eben kurz einmal hier Spieler verkaufen. Da muss ich den Aubameyang auch nochmal auf die Transferliste setzen. Sehr schön. Schlecht die Angebote. Einfach zu schlecht. Den wollen wir eigentlich gar nicht abgeben, weil gerade auf der Position suche ich Spieler, weil alle zu schlecht sind. Die Scout-Berichte. 79 hat der Saul. Ist noch nicht fertig. Das sieht aber auch nicht so stark aus bei dem Vieto. Das sieht auch nicht so krass aus. Scheiße, Mann. Die sehen alle viel schlechter aus, als ich dachte. Okay. Millionen will ich für ihn haben.
So, machen wir noch mal so. Das müssen die dann machen, dann wäre ich dabei. So, nervt mich nicht. Angebot absenden. Huch. Okay. Dann wollen wir da mal einschreiten. Bei Dybala. Nicht, dass Dortmund den kriegt. '81 hat Sergio Roberto. Den holen wir uns. Vietto ist jetzt auch nicht so überzeugend, aber den holen wir uns. Marktwert liegt bei 20 Millionen. Machen wir. Casemiro 79, ey, das ist echt schwach. Da, ah, sauber. Javi Martinez in Höhe von 48 zu akzeptieren, sauber. Joshua Kimmich. Zu wenig. Zu wenig, Leute. Hier sowieso. Angebot akzeptiert. Sauber, Dybala. Verbleibendes Gehaltsbudget, das sieht schon wieder so scheiße aus. Alles simulieren. Okay, ist nicht so viel wert ist. Für Kimmich fand ich eigentlich ein ganz gutes Angebot. Angebot absenden. Alter. Verdammt, ey, warum einigen sich die ganzen Leute nicht mit den Spielern? Dann nehme ich das jetzt auch an. Beziehungsweise machen wir mal 53 und dann
so annehmen. Machen wir einfach. Nehmen wir einfach an, wir haben ja Dybala schon neu. Von dem her brauchen wir den nicht mehr. So. Und ich würde sagen, das war es dann auch erst einmal mit dieser Folge. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Rest der Transferphase. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lasst. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage. Bis dann. Ciao.